Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TBTV. Wir haben uns heute zu einer spontanen Dreadball-Runde entschieden und zwar zu dritt. Ja. Jawohl. Wir spielen Dreadball Ultimate. Genau. Das bedeutet, wir haben ein Mehrspieler-Spielfeld, wie ihr schon sehen könnt. Ja. Wir haben drei Startzonen. Sascha ist der grüne Spieler. Ja. Andi ist der lilane Spieler und ich bin der orangene Spieler. Die drei übrigen Teamzonen sind, hier ist eine Linie eingestrichelt, sind geschlossen. Das heißt, da ist so ein Energiefeld vor. Da kann keiner durch, kein Ball durch und gar nichts. Genau. Ja, wir haben zwei Off-Teams. Genau. Und du spielst einmal deine, wie nennen sie sich? Ich spiele die Skitter Sneak Steelers. Genau. Und wir haben die Green Moon Smackers und bei dir sind es die Green Moon Smackers. Ne? Also Juniors. Die Blue Moon und die Red Moon Smackers wahrscheinlich. Wahrscheinlich. In dem Fall. Gut, wir spielen ein ganz normales Spiel, Dreadball Ultimate mit den Standardkarten. Genau. Ja. Ich glaube. Das Ganze läuft heute in etwas lockerer Atmosphäre. Es wird getrunken, es wird gegessen, vielleicht geraucht. Also. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ja. Es kann so viel passieren. Ihr seid live on tape dabei. Okay, ja, noch kurz zur Einstellung. Wir haben heute mal eine andere Kameraeinstellung gewählt, weil das letzte Mal wurde so ein bisschen gemosert, dass wir nur das Spielfeld hatten. Mhm. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich weniger vom Spielfeld sehen, aber ich denke, auf dem großen Monitor sieht man das trotzdem. Ja. Könnt uns natürlich bewundern und ich bin das erste Mal die ganze Zeit on-cam. Andi ist genau. Wir machen dich heute berühmt. Alles klar. Nein. Gut. Wie funktioniert das Spiel, falls das jemand nicht weiß, wie die Ultimate-Regeln funktionieren? Wir spielen also zu dritt gegeneinander. Es gibt also drei Strike-Zones insgesamt auf dem Feld. Es gibt eine, zwei, drei. Jeweils ein Punkt wert und jetzt extra Punkt, zwei Punkte wert. Genau. In seiner eigenen Strike-Zone kann man natürlich keine Punkte erzielen. Es gewinnt derjenige Spieler, der als allererstes 7 Punkte erzielt hat. Man zieht sich hier auch keine Punkte mehr ab. Mhm. Oder der Spieler, der nach 7 Spielrunden die meisten Punkte hat. Ja. Die Aktivierung ist zufällig. Wir haben hier Marker aus dem Dreadball Ultimate Counterset. Ja. Das heißt, es gibt ein Team A, ein Team E und ein Team B. Das sind die jeweiligen... Was bin ich denn? Du bist C, du hast mir den falschen Marker gegeben. Oh, ja. Das korrigiert. Und das Fragezeichen-Marker ja, schon auch noch. Für die genau, und das Fragezeichen ja, Sascha ist wieder perfekt vorbereitet. Hier, das kann weg. Hier haben wir schon das C. Super. Okay. Und das heißt Fragezeichen. Zu Beginn jeder Runde. Genau. Super. Zu Beginn jeder Runde ziehen wir also zufällig die Reihenfolge. Das heißt, wir ziehen erst den Spieler, der aktiviert wird, dann den nächsten und so weiter. Das heißt, wir wissen nie genau, wann wir dran sind. Es gibt also auch Doppelzüge, die in diesem Spiel extrem gut sein können oder auch extrem schlecht. Weil man danach wahrscheinlich eine lange Zeit erstmal nicht mehr dran ist. Okay, bevor es losgeht, stellen wir auf. Bei der Ultimate-Version stellen wir nur 5 Feldspieler auf, anstelle von 4. Wir haben die Standard-Teams aus dem Grundregelwerk, keine MVPs dazu gekauft, nein, sonst auch keinen Schabernack, damit es schnell und ordentlich aufs Gesicht gibt. Genau. Ich würde sagen, fangen einfach an. Ich habe hier Salvatore-mäßig die Marker. So, und zuerst baut auf Team A, Andi. Jawohl. Deine Teamzone auf. A wie Andi. Genau. So, Andi platziert zunächst erstmal zwei Guards. Heute mal sehr offensiv. Und noch einen Jack dazu. Und noch einen Jack dazu. Und wer ahnt es? Noch einen Jack dazu. Die kleinen fiesen Goblins. Okay, das war die Aufstellung für Team A. Team C. Okay. Bei mir sind es drei Guards. Okay. Und zwei Jacks. Hat mir beim letzten Mal ganz gut was gebracht. Ja, die Orks sind wirklich echt brutal. Ja. Ich bin gespannt, wie ich da mit meinem fragilen Rattenteam gegenhalten kann. zumal ich auch mit dem Ball jetzt nicht so wahnsinnig gut umgehen kann, was mich echt nervt, aber... Du kannst so gar nichts. Du kannst weder geil boxen, noch geil umgehen. Unbeschreiblich schnell. Ja, gut. Okay, so. Ich baue zwei Guards auf und drei Striker. Ja, als Besonderheit nochmal für euch, die Orks haben keine Striker. Genau. Genau. Während ich keine Jacks habe, habt ihr keine Striker, das heißt, ihr habt keine Ballspezialisten. Das könnte ein Problem für euch werden. Nein, ein Problem ist es an sich nicht, aber es ist auf jeden Fall zu beachten. Mhm. Wir haben die Sonderregel eingeführt, dass wenn ich eine Karte ziehe, die für einen Spielertypen gilt, den ich nicht habe, wir diese Karte offen ablegen, eine neue ziehen, sonst bleibt man den ganzen Tag auf der Karte sitzen. Ich auch ja. Selber. Okay. Aufstellung ist beendet. Ja. Wir beginnen hier gleich mit der Auslosung des ersten Spielers. Spielzug 1. Zip. Beginnt gut. Team E, das bin ich. Mhm. Cool. Also ich habe bei Dreadball Ultimate nur 3 Aktivierungen. Das heißt, ich kann nur 3 meiner 5 Spieler pro Rush bewegen. Bevor irgendwas passiert, muss ich einen Ball einschmeißen.
Blau ist wie immer die Richtung, in die der Ball fliegt. Und zwar in Richtung 5. Und zwar ein Feld. Das gefällt mir sehr. Na, dann fangen wir doch mal ganz einfach an. Den nehmen wir runter, oder? Genau, den müssen wir gleich anschmeißen beim nächsten Spieler. Ne? Weil hier immer zwei Bälle im Spiel sind. Wir laufen mit der Nummer 1. Na, wir laufen erstmal mit der Nummer 6. Und zwar machen wir eine ganz normale Bewegung. 1, 2, 3, 5, 6 und dreht sich ein Stück. Nummer 4 macht dasselbe zur anderen Seite. So. Nee, so. Soll sich drehen. So. Das waren die erste und die zweite Aktivierung. Nummer 6 und Nummer 4. Und Nummer 1 bewegt sich jetzt, um den Ball aufzunehmen. 1, 2, 3, 4 in das Feld. Da muss ich versuchen, die Ratten sind irgendwie, nehmen ganz schön viel Platz auf der Base ein. Da muss ich versuchen, den Ball aufzunehmen. So, Andi, dann sag doch mal an, was muss ich für eine Ballaufnahme machen? Du bist ein Ich bin Striker. Ein Striker. So, für die Ballaufnahme, Pickup. Das ist der Pickup, genau. Musst du einen Skill-Test machen? Jawohl. Ich habe einen Skill von 5 plus. Mhm. Ich Weil du Striker bist? Genau, bekomme ich einen dazu. So ist es. So, das war's, ne? Also eine 5 plus reicht für den Ball. Und da liegt die erste 6 und 6 explodieren. Das heißt, ich würfel noch mal. Aber ich schaffe es nicht, den Test zu überdoppeln. Damit endet meine Aktivierung und auch meine Runde. Als nächster Spieler ist dran C. Ich Ball einwerfen. Ja, gib mir mal noch einen blauen und einen weißen. Ach so, ja gut. Ja, blaue Richtung. 4 in die 4. 1, 2, 3. Ja, jetzt müssen wir gucken, wohin ist Dots. Ach so. 1, 2, 3. Dots ist nach da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nach da. Und wie weit Dots ist ab? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nochmal. Von ihm springt es nochmal ab, genau. Weil er den Ball nicht aufnehmen darf. 4. In die Richtung 4. Darüber. 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Super gemacht. Ich jetzt nicht. Dann werde ich erstmal 1, 2, 3, 4 die eine Ratte da umklatschen. Alles klar. Ich versuche auszuweichen. So, ich habe 3 im Grundprofil. Ich habe einen, weil ich Anlauf nehme, einen, weil ich fetter Ort bin. Genau. Ich habe 3 normalerweise plus 1, weil ich Striker bin. Genau. So, ich mache das auf die 3. So, was für ein Test muss ich würfeln beim Dodgen? Agility-Test, ne? Agility-Test, alles klar, Agility habe ich 4 plus. Nein, da habe ich 3 plus, weil ich Striker bin. So, das sind schon mal 3 Erfolge. 4 Erfolge. 5. 5, okay, das heißt, du verstupst mich um ein Feld und kannst, wenn du möchtest, hinterherziehen. Ja, ich gehe mal hin. Mhm, okay. So, das war die erste Aktivierung. Jawohl. Das war die Nummer 5. So, dann mache ich hier eine Ballaufnahme. 1, 2, 3. So, wieder 3 Würfel, nichts anderes. Das ist ein Skill-Test. Das ist ein Skill-Test, ganz klar. Das mache ich auf die 4 plus. Jawohl. Aber verdoppelt. Das heißt, du kannst jetzt sofort werfen oder laufen. Dahin oder dahin, ne? So ist das. Ich bin, glaube ich, zu böse. 6, 7, 8, 9, 10. Nee, laufen, nicht sprinten. Nur normal laufen. Okay. Du kannst ihn ja nochmal aktivieren, wenn du möchtest. Das ist die Nummer 10. aber da ist A. Ich sprinte 1, 2, 3. Da muss ich vorbei. Also 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, du hast die Drehung nicht ganz mitberechnet. Ne? Okay, aber würde trotzdem kommen wir 10 da raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach komm, machen wir einfach. Okay. Ich aktiviere nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Schwupps, jetzt stehst du da. Und willst wahrscheinlich auch gleich werfen. Gleich werfen. So, okay. Ich habe jetzt einen Dreiergrund. Da ich gelaufen bin, einer weg. Ja. Genau. Da ist ein kleines Ziel ist. Noch einer weg. Einer weg. Da es weit entfernt ist. Da es weit entfernt ist, noch einer weg. Jawohl. Also nämlich Coaching Dice. Was für einen Test brauche ich? Das ist ein Skill-Test. Genau. Okay, das macht der Goblin auf die 4. 50-50 mit einem Würfel. Ja, egal, einer.
Ja! Da liegt er! Der erste Punkt ist erzielt. Das sind sogar zwei Punkte und ich darf hier genau. Einen Fancheck, ne? Das sind zwei Punkte und damit ein Fancheck, weil es einen extra Punkt gegeben hat. Und du bekommst zwei Punkte. Oh, gut, dann hast du den Coaching Class schon fast zurück. Ja. So, Andi, du bist dran als letzter Spieler. Jawohl. Das bedeutet, du wirfst erstmal einen Ball ein. Mhm. Ich suche mal einen schönen Hupensound raus. Ja, genau. 3-3. Hier ist der Ball. 3, 1, 2, 3. Da kommt wieder ab. Nee, der springt von 1, 2, 3. Ah, nee, hier, genau. Bleibt vor dir liegen, genau. So. Was könnte sich da bewegen? 5, okay. Ich habe ja sonst immer nur die Zwerge gespielt. 1, 2, 3, 4. Aufs Maul. Und der Ratte etwa mächtig auf die Fresse hauen. Ja, mit 5 Würfeln. 3 normal, 1, weil ich ein Guard bin, ja. Und 1, weil ich Anlauf genommen habe. Sehr geil. Auf die 3. So, Thomas, möchtest du ausweichen? Ja, Entschuldigung. Ich versuche auszuweichen mit 4 Würfeln. Auf die 4. 3 Erfolge. Bleib bei 3. 5. 5 Erfolge. Okay. Du hast mich aber nicht gedoppelt. Ja. Das heißt, du kannst mich immer noch verstupsen und es ist mir dieses Feld frei. Dann machen wir das. Mhm. Ich muss nach da gucken, weil das Feld ist, aus dem ich gekommen bin. Mhm. Ich bleib aber da stehen. Okay. So. Das war die erste Aktivierung. Mhm. Nächste Aktivierung. Die nächste Aktivierung. 1, 2, 3, 5. Eine gespannte. Ja, ich hatte gesagt, 3, 4, 5. Ja. Hallo. Zweimal dashen und aufs Maul hauen. Richtig, genau. Sehr gut, Andi, so wollen wir das sehen. Dash ist ein Speed-Test. Mhm, 4 plus. Auf die 4. 3 Würfel. Ein Erfolg brauchst du für das erste Feld. Oh! Nein. Er macht den Zwerg gleich und stolpert über seine eigenen Füße. Nee, in das Feld, in das du wolltest. Das wäre dann hier. Jawohl. Hey. Aber da es kein Ballverlust ist, verlierst du den Zug nicht. Gut. Und eine Aktion noch. Eine Aktion. Man könnte zum Beispiel auch direkt wieder aufstehen. Ach so, ja, geht ja. Mhm. Und gleich direkt aus dem Maul. Ich kaufe eine Karte. Der feine Herr. Alles klar, erste Runde vorbei. Event. Oha. Willst du gleich? Ja. Okay. Get on with it. Each rush that doesn't generate a fan check, lose the team a random card from underneath their fan support. Okay, also die Fans sagen, ey komm, jetzt fang doch endlich mal an zu spielen. Das Event bleibt im Spiel, bis es ein neues Event gibt. Und jeder Rush, der keinen Fan Check generiert, das ist bei 3 Aktivierungen relativ schwierig, kostet uns eine Karte und zwar so eine, die wir da offen liegen haben. Nicht gut. Das ist ein sehr gutes Event. Alles klar. So. Schwurbeldi, schwurbeldi. Und es beginnt Team C. Jawollo. Och, nö. Ich aktiviere Spieler Nummer 6. 1, 2, 3. Ballaufnahme. Mhm. So, 3 Würfel. Skilltest auf die 4. Jawohl. Mhm. 1, 6. Nicht verdoppelt. Ah, verdammt. Okay. Okay. Aber du hast den Ball. Ich habe den Ball aufgenommen. Ja. Weil die Orks sind ein bisschen groß, wenn die liegen, ne? Ja. Ich dafür gibt es ja dann für die Teams später die liegenden Figuren, ja. Damit die nicht so viel Platz wegnehmen. Aktiviere ihn nochmal. Ja. Mache 1, 2, 3, 4, 5 ja. Und werfe. Wohin? Zu ihm. Er kann ihn nicht sehen. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn vorher umdrehen. Also wenn du das machen willst, musst du ihn zuerst aktivieren. Ja, mit ihm umdrehen. Dann mit ihm hinlaufen, dann den Pass würfeln. Er muss 2 Erfolge haben, also die Probe überdoppeln beim Fangen. Dann kann er sich bewegen und werfen. Ja, das schafft er aber. Oder du kannst einfach 1, 2, 3, 6, 7, 8. Da muss ich durch eine Drohzone, egal. 9, da musst du schon hin. Na, ja, da geht nicht. Kannst du nicht hin. Ja, schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, zweimal dashen. Also ich glaube, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ach so, okay, ich muss ja 1000 Mal drehen. Oder du läufst nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ja, genau. Ist auch nicht besser. 8, 9, 10. Einmal der. 1, 2. Nee, warte, aber ich kann doch ihn aktivieren. Ja. Der läuft weg. Ja. Macht Platz frei. Mit der dritten Aktivierung ja, gehe ich. Das würde funktionieren. Dann machen wir das. Sascha hat es auf die dicken Punkte abgesehen, ja, in diesem Spiel. So, er bewegt sich einfach mal. Dieser alte Git läuft einfach stumpf. Eins. Mitten im Weg. Zwei. Ich komme mal hier so ran. So. Ja, drei. Ich verstehe. Willst du noch umhauen? Könnte ich versuchen, ne? Ja. Da du keinen Ball hast. Ja, mach mal. Ich habe drei. Ich hab, greif dir den Rücken an. Du darfst nur. Ich verliere einen. Also ich versuche. Ich darf nur ausweichen. Ich hätte vier, weil ich ein Striker bin. Verliere aber einen, weil ich den Rücken angegriffen habe. Ich habe zwei Erfolge. Ich habe nur einen. Du stoppst mich. Ja, dann geh hier zu dem Ort. Genau, ich werde umgedreht, dass ich dich angucke. Mhm. So, und ich gehe noch nach. Okay. So, und jetzt mit der dritten Aktivierung aktiviere ich Spieler Nummer 6 nochmal. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, okay. Einmal dashen. Das ist ein Speedtest. Dash ist ein Speedtest. Ja. 3 plus. Und ein Würfel mehr, weil du ein Jack bist. Ach so, ja. Gut, sehr gut. Das war schon richtig. Verdoppelt. Okay. Geschafft. Ja, nutzt aber bei dem Test nichts. Das, du brauchst nur das eine Feld und den anderen Erfolg. Okay. Also so. Wieder das gleiche wie eben. Ja, also du hast wieder keinen Würfel. Dann habe ich schon mal bereit hier. Was brauche ich? Eine 4? Eine 4. Ja! Oh. Ja, ich habe zwei Punkte, nicht schlecht. Ich habe sogar ein Dings. Ein Fanscheck, ja? Null. Ach, ein Event. Ja, okay. Wenn du die. Strike. Any strike attempt generates a Fancheck, even if it misses. Ja, geil. Also die Fans sind jetzt so gehypt von deinen vier Punkten, die du hier gerade vom Feld gezogen hast, dass sie jetzt völlig ausrasten, jedes Mal, wenn einer den Ball auch nur wirft. So, als nächstes ist der Spieler eh dran. Das bin ich! Nein! Alles klar. Zunächst stirbt dieser Goblin. Aber erstmal kommt der Ball ein. Ach! fünf ja. Ist hier, ne? Drei Felder? Eins, zwei, drei. Na, herrlich. Sehr gut. So, zunächst stirbt dieser Goblin hier. Boah! So, ich habe fünf Würfel. Du kannst nur ausweichen und verlierst einen. Das muss ich für einen Test machen. Du musst dann. Das ist ein Agility-Test. Agility-Test. Genau. 3 plus. Ich habe 2. Okay, ich habe 2. Bleib bei 2. Ich habe auch 2. Wir gucken uns einfach nur an. Scheiß blöder Arschwacht. Das nicht. Okay, dann Spieler Nummer 8. Das war jetzt Spieler Nummer 7, glaube ich. Ne? Die 7? Die 7, ja. Ja, okay. Spieler dann Nummer 8, mach dasselbe mit ihm hier. Ich habe noch nicht genug in Rage geredet hier. Ich habe einen. Ich habe auch nur einen. 2. Ich habe dich überdoppelt. Ja. Das heißt, du fliegst auf die Nase und zwar in dem Feld, in dem du stehst, weil sonst nichts frei ist. Doch, das Feld ist frei. Oder auf dem Ball. Ja, das geht, weil du da hinfliegst. Ja. So, aber erstmal musst du einen Rüstungswurf machen gegen einen Erfolg. Rüstung. Aber 4 plus, 4 plus. Okay, nichts passiert. Ja, so, jetzt trotz der Ball und zwar in dem Feld, den du liest, in die Richtung 6, das ist nach hier runter und zwar 3. 1, 2, 3. Flönk. Okay. So, mit U. Wie komme ich da jetzt am besten wieder raus? Welche Rücknummer hat er? 6. Die 6. Okay, Spieler Nummer 6 aktiviert. 1, ich versuche auszuweichen. So, ausweichen ist der Evade. Evade ist ein Agility-Test. Ja, bist okay. Du ein Striker? Ist ein Agility-Test. Ich bin ein Striker. Dann kriegst du einen Würfel mehr. Okay. Also 4 mal auf die 3 plus. Kein Problem. Kein Problem. Gedoppelt, aber das spielt da keine Rolle. 1, 2, 3, 4. So, jetzt kommt der schwierige Part mit 4 Würfeln, eine 5 zu würfeln. Ich stelle mich trotzdem schon mal so hin. Irgendwie sind die Ratten ganz schön Platz weg auf der Base. So, mindestens eine 5, am besten wären 2. Da sind sie! Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 mal schaffe ich 3 Speedtests. Aber das wäre natürlich schon mal ziemlich cool. Das wäre ein geiler Move, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 2, ne? So, ich sprinte nach da. So, ich hätte normalerweise 3 Würfel, wenn ich jetzt einen Strike machen will. Ja.
plus einen, weil ich ein Striker bin. Ja. Verliere einen für die Entfernung, verliere einen für Bewegt, verliere einen für kleines Ziel. Ich nehme noch Coaching Dice mit dazu, da habe ich ja drei Stück von zum Glück. Was brauchst du? Eine 5 plus. Oh. Komm schon! Ja! Moment, das Telefon hat sich gesperrt. Sehr gut. Okay, das heißt, ich bekomme einen Fancheck. Ja, und 2 Punkte. Ja. Hatsching, 2 Punkte für mich. Und den Ball runter hier. Zack. So, okay. Als nächstes ist, wer war noch nicht dran? Andi war noch nicht dran. War noch nicht dran. Schon wieder letzter. So, Ball. So, neu fällt mir uns auf, wir haben die ganze Zeit über den Ref nicht bewegt. Ach, tatsächlich. Ach, scheiß drauf, der bleibt heute da stehen, oder? Ja. Ja. In Richtung 2, 4 Felder. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funktioniert. Da, und nochmal ein W6 Felder rein. 2. Ja. Oh, nur hier, guck mal. Boing, boing. Das bietet sich doch irgendwo gerade an. Bisschen, ne? Ja, dann machen wir das doch gleich. Die Nummer 1 geht vor, nimmt den Ball auf. Jawohl. So, das war ein Skill-Test. Jawohl, 4 plus, 3 Würfel. Aufi! Ja. Ja, gedoppelt. Ja, dreifach. Würfel bringt dir nichts. So. Das ist jetzt sofort eine freie Werfen- oder Laufen-Aktion. Ich würde eine Laufen-Aktion nehmen. Das war einmal stumpf geradeaus. ja. 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du noch umboxen? Ja, kann er versuchen. Aber wenn das schief geht, dann fällt er den Ball. Also besser wäre es, fast nochmal zu aktivieren. Du hast ihn jetzt erst einmal aktiviert. Das ist eine freie gerade. Mhm. Du kannst ja jeden Spieler bis zum zweimal aktivieren. Ja, okay. Plus eine Karte. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Feld dashen. Wenigstens ein Punkt. Ja, ja, los, das versuchen wir. Okay. 5. Speed Dash. Speed Test auf die 3. Kommst du auf plus 1, weil du ein Jack bist? Achso, genau. Da liegt sie. Kein Problem. Ich schieb dich mal ein Feld runter. So, als Jack kann ich. Was hat schon wieder ein Keks? Auf die. Also, wie viele Würfel verlieren wir? 3 hättest du normalerweise. 3 hätte ich normal. Das ist ein kleines Ziel. Jawohl. Einer geht weg. Du bist bewegt. Ich bin bewegt. Noch einer geht weg. Das war's. Dann nehme ich mein Coaching Dice dazu. Jawollo. Und ich werfe auf eine 4. Die 4. Jawohl! Mega geil. Da gibt es noch einen zweiten für. Ich habe nicht auf Pause gedrückt. Hey, super, ein Punkt. Erster Punkt. So, und du kriegst einen Fancheck, weil das Event, weil das Publikum völlig ausrastet. So, jawohl. Die Punkte? Ein. Alles klar. Es gibt auch Dreierkarten. Die sind ganz schön. So, dein Zug ist vorbei. Ja. Hm? So, okay, dritte Runde, das geht ja fix heute hier. So, der Ball ist raus, du musst der erste einwerfen, der dran ist. Achso, okay. So, Salvatore, was machen wir jetzt als nächstes dran hier? Achso, genau, ein Fortune Dice geht auch raus. Andi! Oh, jawohl! Balleinwerf. Ja, ich halte meine Hand. Ey, meine Würfel. Ich nehme mal deine Würfel. Was? 3 in die Richtung 5. 1, 2, 3. Nochmal. Nö, geh doch weiter. Ist doch dein Feld. Ja, aber da liegt doch einer. Ach so. Richtung 1, 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Ja, machen wir mal. Wie eben. Ja. Machen wir das Ganze nochmal. Ich glaube ja wohl. Na! Scheiß Ratten! Zack! Bald aufnehmen. Dann auf die 4. Die Tests kriege ich einen Würfel mehr. Nee. Du bist ein Jack. Aha, ja. Strike. Ich bin Strike. Stopp. Gibt's hier. Freie Aktion. Wie geplant. Hängt jetzt wieder 1, 2, 3, 4. Ganz genau. 1, 2, 3, 4, 5. Die erste Aktivierung. 1, 2, 3, 4. Na, stehst du in einem Drohfeld. 1, 2, 3, 4.
Für 5? Ja. Ja, ich sperre schon das Telefon. Sehr gut, so muss das Spiel auch sein. So, normalerweise 3. Ja. Ich bin gelaufen, ja. Einer weniger. Ein kleines Ziel, noch einer weniger. Mhm. Coaching, da ist dazu. Jawohl, eine 4 bitte. Nein. Brauchst du aber nicht, weil es gibt ja auch noch automatisch Fancheck. Noch ein Punkt für Andi. Alter, ja. Jetzt geht's aber rund. So, Fancheck. Fancheck. 2? Nein. Alles klar. Katsching. So, nächster Spieler. So. Okay, Ball einwerfen, ne? Irgendwie 2 und zwar 6 Felder. Da ist er. 2. 2. Katsching. Ja, kann er gleich zusammen machen. 6, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 6. Ich habe ja da immer noch den Ball, ne? Ja. Was mache ich denn hier? Okay, pass auf. Spieler mit der Nummer 8. Aktiviert zuerst. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich laufe von vorne an. Klar. Was? Ziemlich umhauen? Klar, ich bin umhauen. Ich habe 5 Würfel. Oh, und ich habe einen weniger, ne? Du verlierst einen, ja, genau. Das stimmt. 2, aber. Nee, der ist nicht. Nee, das heißt, du hast nur 3. Ja, ich schlag dich aber. Ja, klar. Zwei. Ja. Oh. Na, bei 4 Erfolgen. Ich habe 2. Ich habe dich überdoppelt. Ja. In den Staub, du Schmutz. Alles klar, das wollte ich doch. 2 Rüstung, ne? Ja, du hast 4 Würfel beim Rüstungswurf, weil du ein Dicker bist. Das sollte kein Problem sein. Ja. Alle Guards haben die bessere Rüstung. Alle geschafft. Kack. Alles klar, so. Aber damit ist der Weg schon mal frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hatte den Ball. Hatte der nicht den Ball? Ja, der hat den Ball. Die Nummer 1. 6. Wolltest du die nicht magnetisieren? Ich will dahin dashen. Ja, ich wollte immer so viel. Dash ist ein Speedtest, ne? 3 plus. Okay. Zack, Ball aufnehmen. 4 Würfel, einmal auf die 5, bitte. 2-mal auf die 5. Jawohl, überdoppelt. Dann lade ich jetzt nach hier. 1, 2 mit der freien Aktion. Bleibe dann da stehen. Das war jetzt die erste Aktivierung für die 4. Mhm. Mit der zweiten Aktivierung für die 4 werfe ich jetzt unbewegt. Ja, stimmt. So, das heißt, ich hätte 4 normalerweise. Einen für die Reichweite, einen für die Entfernung, fürs kleine Ziel. Schon mal einen Sperren. Ja, das wird bestimmt nicht. Oh, ich habe noch gar nicht diese 7 zurückgespult. Das ist hier wie beim Kassettenverleih. Da ist die 5! Ja! So, haben wir 2 Punkte. Ratsching! Das geht ja hier wie das Eierlegen. So, Fanshake. 2 Punkte und ich krieg einen Coaching-Geist zurück. Yeah, jetzt wird immer besser. Ablagestapel ist daneben. So, ich mach mal einen Coaching-Geist zurück. 6 in die 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wird immer besser. Okay, Moment. Es liegen ja 2 Spieler gerade, wa? Ja. Aufstehen ist nur Aufstehen? Aufstehen ist nur Aufstehen. Wenn du aber überdoppelst, zip, stand up. Das ist ein Agility-Test. Ja. Du brauchst einen Erfolg. Wenn du es verdoppelst, also 2 Erfolge schaffst, kannst du dich dann sofort laufen, werfen, slammen oder stealen. Okay. Okay. Ach, den Steal gibt es ja auch, den habe ich ja komplett vergessen. Ach, kacke. Ich werde mal mit ihm aufstehen. Jawohl. Was war das? Ein Agility-Test? Ein Agility-Test. Mhm. 4. Ja. Ah, du hast eine 6. Jetzt wird es interessant. Und nein. Er steht nur auf. Kann ich ausrichten, wie ich will? Jawohl. Musst du streng genommen sogar vorher festlegen, aber macht jetzt nichts. Ja. Das war die Nummer 5. Mhm. Da ist noch ein Ball. Na, okay. Ja. Hau den mit dem Ball um. Ja. Hau die 1 um. Nee, erstmal muss der hier weg. Den okay. Okay. Ich versuche auszuweichen, hab nur 3 Würfel, weil ich einen verliere, weil ich nicht angreife. 2. Es bleibt bei 2. Das sind 1, 2, 3, 4. Okay, du hast mich überdoppelt. Pardon. Mhm. Rüstungstest gegen 2 Erfolge. Ich habe eine Rüstung von bloß 5 plus. Da, geschafft! Ja. 5 und 6. Nichts passiert. Jetzt bräuchte ich mal.
Ein Goblin. Ein Goblin hier hinten. Da ist noch einer. Ja, da liegt schon. Du hast nur zwei, das ist ja echt nicht viel. Das war die zweite Aktivierung, ja. Warte mal. Warte mal. Sucker Punch or Stamp. Mhm. Das ist quasi. Stamp ist jemanden platt treten, der auf dem Boden liegt. Ja. Sucker Punch ist von vorne anlaufen und von hinten faul. Dann stomp ich doch mal. Okay. Das ist frei, ne? Mhm. Das ist ohne Aktivierung. Ja, dann spiele ich die mal auf den hier. Alles klar. Faul! Ne, wir uns alle gehört haben. Stomp. A slam against a prone player. Okay, du machst einen Slam. Ja. Also ganz normal mit vier Würfeln. Ja, ganz genau. Vier Erfolge. Alles klar. Und ich glaube, ich kann nur versuchen auszuweichen. Jetzt muss ich tatsächlich mal noch. Echt? Tatsächlich am Boden? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Zur Seite rollen? Ja, du bist der Ratte? Jetzt muss ich tatsächlich mal nachgucken. Hat man auch so 48? Nee, der hatten wir noch nie. 48. Aber das heißt, ich habe jetzt einen Foul begangen, da passiert jetzt bestimmt irgendwas Schlechtes. Ja, jetzt machen wir Stop. So. Form Player Seite 27. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn wir den Chiri mal mitbewegt hätten und der mehr als 7 Felder weg wäre, dann könnte hier nichts passieren. So, ich kann nur aufstehen. Verdammt. Ich kann dodgen, wenn ich angegriffen werde, ja. Okay. Okay. Dodge ist ein Agility-Test. Ganz genau. So, das ist also genau mein Test. Genau mein Test. Drei Erfolge. Ich habe vier. Okay, das heißt, du verschiebst mich ein Feld. Ich kann nachrücken? Ja. So, okay. Halt, wir haben jetzt einen Foul begangen. Ich habe das Foul auch laut und deutlich. Das hat gar keiner gehört. Was? Auf dem Moment ich taub. Ja, ja. Jetzt schon, nach den ganzen Sirenen. Das war Foul, okay. Der Ref versucht jetzt, das Foul aufzuklären. Ja. Er hat drei Würfel. Wie viele Felder ist es entfernt? Sechs. Okay, sechs. Wenn nicht sogar sieben. Warte, mach mal. Eins, zwei, ja, es müsste mehr als sieben. Fünf, sechs, sieben. Okay, okay. Sieben. Das heißt, er bekommt plus eins, weil es innerhalb von sieben Feldern ist. Okay. So. Du kannst versuchen, du musst nicht, du kannst versuchen, mit all deinen Spielern, die sich um den Ref befinden, den Ref abzulenken. So. Genau. Das ist ein 4 plus und du hast so viele Würfel, wie du Spieler dafür einsetzt. Wenn das aber schief geht, kann es sein, dass die Spieler verbannt werden vom Spielfeld. Also, dass du für ein paar Runden rausfliegst. Echt? Mhm. Wie viel brauche ich dafür? Du brauchst mehr Erfolge als ich. Wir würfeln dann gegeneinander. Also momentan würfel ich einen Test mit 4 ja. Würfeln gegen die 4, um das Foul zu entdecken. Ja. Und du kannst nichts dagegen tun. Was würde passieren, wenn du es entdeckst? Wenn ich das Spiel... Hoppala. Wenn ich das Spiel... das Foul... entdecke mit einem einzigen. Ja. Spot Foul Blitz. Wird der faulende Spieler einfach in die Auswechsel. Also geht er und wenn ich dagegen halte, könnten alle drei. Genau. Wenn ich das aber verdoppel, was relativ wahrscheinlich ist mit vier Würfeln gegen nichts, also zwei Erfolge habe, suche ich mir einen deiner ablenkenden Spieler. Okay. Und die werden auch mit ausgewechselt, also auch mit in die Box geschickt. Das heißt, du brauchst drei Vieren. Du brauchst mehr Vieren als ich habe. Ach so, ja, okay. Ja, also. Ah, komm, wir machen das mal. Ja, okay. Wer soll denn alles? Die drei Dicken. Alles klar. Warte mal, er kann auch noch mitmachen. Ja? Er kann auch noch mitmachen. Nee, er ist engaged. Ach so. Die beiden. Der hat gerade was ganz anderes im Kopf. Ja, ja. Dann die drei. Zwei. Okay, aber nicht überdoppelt, das heißt, nur der faulende Spieler wird vom Feld geschickt. Okay. Der geht einfach hier zu dem. Genau, einfach das zurück. Was in der Situation vielleicht gar nicht schlimm ist, weil du jetzt kostenlos noch einen Gobo draufziehen könntest. Jetzt? Nein, aber du hast jetzt wieder. Ach so, ja, genau. Okay, also gar nichts Schlimmes passiert. Hast du noch Aktivierung? Ja, eine. Der steht hier, ne? Mhm. Den aber ich stehe, glaube ich, so. Oder? Ich habe keine Ahnung. Kann ich auch sprinten, wenn ich aufstehe? Nur normal, ne? Mhm. Ist ja nicht so dolle, ne? Egal, der muss aufstehen. Alles klar, ist ein Agility-Test. Kriege ich einen mehr, weil ich Jack bin? Nein, nur für Striker. Okay. Nur 3 plus. Nein, gar nicht. Ich bleib liegen. Okay. Okay. Und als letztes ist dann Andi dran. Aber alle im Spiel, ja. Haben wir. Ja. So,
dann wollen wir mal. Mhm. Ja. Wir gehen erstmal hin und hauen den Lieben. Alles klar. Versuche auszuweichen, hab 4 Würfel. Ich habe 3, einen mehr, weil ich Anlauf genommen habe. Und einen mehr, weil ich Dicker. Okay, eine 6. 3 Erfolge. 4. Okay, du stupst. Ach nee, einer. Nur 6, oder? Nein, okay. Bleib du stupst mich um ein Feld. Mhm. Aber ich behalte den Ball. Verdammt. Wupp. Mhm. Ich rück nach 8. Genau. Eins, zwei, drei. Ich würde kurz fragen, ob ich mit ihm ihn angreifen würde, ne? Ja. Würde er mich auch noch? Oh. 8, 9, 10. Bringt nichts. Zu weit weg. Also, in dem Fall verlieren wir dann beide Würfel. Du verlierst den Würfel und ich auch. Ich würde jetzt meine freie Aktivierung slammen. Ja. Und würde ihn einfach nochmal hauen. Mit dem dicken. Mhm. Okay, du hast aber diesmal nur noch 4 Würfel. Genau. Hast du noch? 2. Oh, 5. 3. Ich gewinne. Ja. Dodge wins. Ich darf mich in jede beliebige Richtung drehen. Drehen? Ja. Ich lasse stehen. Gut, aber ich habe noch 2 Aktivierungen. Ja. Ich möchte mit dem Dicken aufstehen. Mhm, gute Idee. Agility-Test. Mhm. 3. Ja. Oh. Nee, 4. Nee, 3 Würfel. 3 Würfel auf die 4. Jawohl, da steht er. Verdoppelt, das heißt, du kannst laufen, slammen, stehlen oder werfen. Mhm. Komm, hau ich nochmal eine rein. Nur eine. Nur so eine. Du hast einen Würfel mehr als er. Oh, stimmt. Boom. Mitten ins Gesicht. 4 gegen 3, 5 gegen 3. Alter. 8 Erfolge? 6, 8, ja. Ich hab 5. Er hat dich nicht überdoppelt. Das heißt, er stupst dich einfach nur weg? Ja, stimmt. Oh, Schwein gehabt. Ach so, ja, kannst du ja aussuchen. Boah, puh. Boing. Ich liebe explodierende Sechsen. Ja. Hallo. Auch hier. Tanzen. Und sonst nur. Ja. Muss. Weißt du, hier mal hoch und so. Okay. Letzte Aktivierung. Gruppe Schicht und so. Ja. Aber Schicht wird zurückgelassen. 5. Ja. Und ich würde nochmal versuchen, da. Alles klar. Ich versuche mit 3 Würfeln auszuweichen. Ich habe 3, einen mehr, weil ich Anlauf habe. Vollkommen korrekt. 3. 4. Du gewinnst. Ich kann nicht, du darfst dich wieder hindrehen. Du bleibst stehen. Okay, Spielzug vorbei. Jawohl. Runde 4. Ich schon wieder. Du schummelst. Jupsa. Sehen wir nochmal auf, ob wir die nochmal schon überlebt haben. So, aufstehen ist ein Agility-Test. Ja. Plus 1, weil ich ein Striker bin. Agility habe ich 3 plus. Oh! Wow. Du lernst doch nochmal dran liegen. Ich mach das nochmal. Ich möchte noch einmal dran sein. Das kann doch nicht sein. Na also. Überdoppelt. Boing. 1, 2. Das war jetzt die freie Bewegung davon. Ja, jetzt nehme ich den Ball auf. Wieder mit 4 Würfeln. 2 Sechsen überdoppelt. Ja. Das heißt, ich habe eine weitere kostenlose Aktivierung, die ich aber sofort ausführen müsste. Das heißt, ich habe keine Zeit mehr, mir eine neue Karte zu kaufen. Aber wisst ihr was? Scheiß doch drauf. Ich hätte normalerweise 4 Würfel. Nee, ich gehe in Feld. Ich hätte normalerweise 4 Würfel.
verliere 1 für die Reichweite, 1 fürs kleine Ziel, 1 für bewegt und 2 Coaching lassen wir dazu. Habe ich also wieder 3. Und da ist sie! Steht! Zwei Punkte. Geil, 2 Punkte. Damit sind wir schon bei 6. Oh, oh, oh. Und du kriegst einen Fancheck. Und ich krieg einen Fancheck. Ach, 2 nur. Ach, 2 nur. Es gibt auch eine Dreierkarte. Ja, ja. So, die sind raus, die Jungs hier. Nächster Spieler ist... C. So. Okay. Weißt du die Richtung? 6 in die 2. 1, 2, 3. 5. 3. 1, 2, 3. Boink. Kein Problem. Da ist ein Ball und immer noch da. Ja. Ich habe versucht, den Ball da wegzukriegen. Ich krieg ihn nicht. Einmal draufgehauen und immer nicht getroffen. Ja, komm, ich versuche das auch mal. Ey, lass in Ruhe. Okay. Ja. Ich verliere jetzt 2 Würfel. Du. Ja. Ja. Und du verlierst 1. Wegen ihm. Nee, auch 2. Wegen ihm auch noch 1. Oh. Also. Oh. Noch ein Würfel. Und einen zusätzlichen wegen Schusseligkeit. Schon! Ein Erfolg. Oh, ein. Ja, okay. Gucken wir so böse an. Ja. Also jetzt muss ich darf nicht drehen. Ich muss mich drehen. Weil wir uns jetzt angelotzen. Okay. Das sieht geil aus. Ach, Kacke. Egal, er steht auf. Jawohl. Wo liegst denn du? In dem Feld oder in dem in Feld? In dem. Okay, das heißt, du hast einen weniger wegen der einen Rotzone. Ja. Agility-Test. Da ist die 6 und da ist die 3. Das heißt, ich kann mich frei jetzt laufen, hauen, stehlen oder werfen. Okay. Ja, ich gehe wieder mal raus. Ja, jetzt mal ausweichen, genau. Das ist ein, wie heißt das? Evade, Agility Test. Agility? Kriege ich einen, weil ich ein Jack bin? Nein. Ah. Nein! Oh. Nicht schaffen. Oh. Nochmal aufstehen! Ja, nochmal. Agility mit 3 Würfeln. Auf ja, Schatten gedoppelt. So, eine freie Bewegung. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jetzt ein Dashen. Da bekommst du den extra Würfel. Habe ich die 3. Jawoll. So, Ball aufnehmen. Ball aufnehmen. Mit 2 Würfeln, weil du in einem Drohhex stehst. Ja. Skill. Eine 6. Und überdoppelt. Das heißt, ich habe noch eine Aktion. Ja. Nein. Aber ich habe keine Coaching-Dice. Na und? Ja, kann kannst du doch noch. Ach nee, das war die zweite Aktivierung. Ne? Aber egal, ich kann ja trotzdem. Ja, da hast du einen Würfel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, eine Drohhexe entweichen. Ja. Ausweichen? 4, ne? Nein. Ach ja. Dashen. Speedtest? Agility. 3 plus. Geschafft. Und dann war das 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So. So, mit einem Würfel mache ich das, ne? Mit einem Würfel, ja. Warte. Ich brauche 4. Okay, okay, so weit. Nein! Wohin scattert der Ball? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Wie viele Felder? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nach da. Wohin? Dorten. Ja. Cool, hat da einfach so stumm an der Ecke lang. Und Zugverlust. Ja, ich weiß. Los, Andi, tu's. Ich tu's. So, ich will mal meinen Würfel suchen hier. Was sagt die Leon? 1, 2, 3. Ball aufnehmen. Der Sascha ist unter dem Tisch. Das war der Agility. Pick-up Skill. Pick-up Skill. Auf die 5. Mhm. Mit 3. Nee, nicht auf die 5. Skill. Skill. Okay. Beim Koppel. Die 4. 4 auf die 4. Jawohl.
Und da ist immer doppelt. Jawohl. Freie Aktion. Mhm. 1, 2, 3, 4. 5. 5, genau. Zahlfalls. Ran und los. Zweite Aktivierung. 1, 2, 3, 4, 5. Und einmal Dash. Einmal Dashen. Am Dash hast du 4 Würfel. Speedtest. Auch die 3. Jawollo. Geschafft. Und ein Würfel auf die 4, um zu treffen. Und ein Würfel auf die 4, um zu treffen. Nein! Aber du kriegst trotzdem, ihr hättet gerade beide den Fancheck trotzdem bekommen. Oh, okay. Erst du? Ja, ich krieg einen Coaching da. Okay. Ich auch. Genau, es sind alle abgeräumt. Achso. Mhm. Der Ball. Dann. Wohin scattert er? Dann hätte ich ja eigentlich noch einen gehabt jetzt gerade, ne? Aber egal, ist vorbei. Ja, du hast ja. recht, aber. Ja. Haben wir ist egal. Nee, du kriegst ja. den, du kriegst nee, den ja jetzt erst dafür, jetzt. Dass, mhm. dass du jetzt den. In die 1, 3 fällt. Okay, also 1, 2, 3 fällt. Was? So. Ja. Okay, und damit ist der Zug vorbei. Rush 2, Rutsching, Runde 5. Wie, haben wir gar keinen Punkt erzielt? Nee. Was ist hier los für einen müden Kerl? Ich bin wieder out of camp. Der Stuhl ist ein bisschen zu hoch zum Spielen. Nee, man sieht dein Gesicht. Wenn ich sitze, ja. Dieser Spielbericht hat übrigens gesponsert von der Getränkeindustrie. So, es beginnt. Wieder Spieler E. Oh, das nee, und ich mache hier wirklich nur. Ey, Salvatore, ist immer ehrlich, hä? So. Im Fernsehen ist auch alles. Ich muss ja also nur Ball nehmen, ne? Und schöne Punkte machen. Ja, ja, okay, okay. Mache schöne Punkte, ne? Wie bei Mutter. Was? Ich kaufe erstmal eine Karte. 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 Noch eine Karte, nein. 1, 2, 3, 4. Nee, es ist. Es passt nicht. Wenn er den Punkt macht, hat er gewonnen, ne? Ja, das ist vollkommen korrekt. Oh ja, verdammt. So, Ball aufnehmen, 4 Würfel auf die 5. Hast du eine Karte? Kannst du was machen? Nein! Und Zugverlust. In welche Richtung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die 1, 2 Felder. 10. Wo ist der zweite Ball eigentlich? Der war lecker. Der liegt einfach noch da. Ich krieg die ja nicht raus. Die ganze. Ach, Kacke. Zieh mal so, Marker. Sag mal. Was? Marker. Hab ich doch gerade. Wen denn? Dich? Was? Ich? Hm. Achso. Ich zieh mal. Nee. Nein. Ja. Zieh mal eine Karte. Nee, ein Jack. Achso. Ich muss eine neue Karte ziehen. Ich habe keinen Jack in meiner Mannschaft. Ich habe eine Run Interference gezogen. Ach komm, ich spiele das eigentlich gleich mal. Was ist das? Can you keep the noise down? Da hat einer von euren Spielern, und zwar einer von deinen Spielern, einen Kater. Hast du die Spieler Nummer 1 auf dem Feld? Das ist die 4. Ne, die 6. Nee. Nein. 7? Nein. 10? Ja. Okay, der hat einen Kater. und bekommt von allen seinen Würfen einen abgezogen. Na toll. Wie lange, so lange bist du? So lange, wie das Event da liegt. Gerade ihn brauche ich doch jetzt. Er holt ja doch noch einen Check aufs Feld. Komm. Ja. Also, Nummer 11. 1. Nein. Das Feld ist da hinten in der Ecke. Das Grüne. Ach, das hier. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ja, okay. Yeah. Was? Also, so. 1. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah nee, ich hätte ja auch darum gehen können. Also, was? Wir machen es nochmal. Also Moment. Das ist das erste Feld. 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nein.
Wieso nicht? Achso, 7, 8, 9, 10. Na, also. Oh. Doch. So, zieh den Pick ab. Vergisst du einen Würfel, wenn du gesprintet bist? Ja. Was brauche ich? Aber doch, eine 3 reicht, glaube ich. Skill-Test. Nee, eine 4. Okay, dann nicht. Das heißt, ich habe Ballverlust? Jawohl. Oh nein! So. Okay. Zu mir! Machen wir mal einen ganzen W6. Machen wir nochmal. Einen ganzen? Ja. In die 4. Also da. Wie viele Felder? Wie weit? 20. Ich kann fangen! Ich nehme Coaching Dice. Da liegt die 5 zu fangen. Aber nicht nur noch. So, Andi. Tu's. Was immer auch es sein mag. Eins, zwei. 3, 4, 5. Wie kann ausweichen. Ich dem aufs Maul hauen? Was kommst du mit dem Ork auszuweichen? Das glaube ich ja wohl nicht. Speed-Test. Speed ist 3 auf die 4. Mhm. Nein. Ja. Sogar überdoppelt. Naja, ist egal. Und, oh, egal. Dreifach. Ist egal. Ist egal. Ich schaff's auf jeden Fall. Auf die Fresse! So, ich nehme, ich will ausweichen. 5 auf die 3. 4 auf die 3. Lacka. 2, 3. Ja, darfst du noch? 3. Oh. Jetzt geht's zu Ende. Nein. Oh. 5. Okay, nicht überdoppelt. Ich habe 3 Erfolge. Das heißt, du stupst mich hin. Ja, ich bleib da stehen. Aber bei, ne? Nein, warum? Ich bin nicht umgefallen. Ach so. Du musst mich überdoppeln, damit ich umfalle und dadurch den Ball verliere. Okay. Nochmal. Mach ich das Ganze nochmal, genau. Ich schon. Aber also, jetzt nur noch es 4. Es gibt auch eine Stilaktion. Ja, wenn ich den Ball halten kann. Nicht machen darfst, genau. Richtig. Also versuch nochmal auszuweichen. 4 auf die 3. 3. Noch ein. Nein. 4. 4. Okay, wieder nur. Wieder. Die Ratte ist nur noch so flach. Hält an der Bande zerquetscht. Ja, das war doch toll. Hast du noch eine Karte, mit der du das nochmal machen kannst? Nein, leider nicht. Aha. Aber ich versuche nochmal was. Jetzt den. 1, 2, 3. Jetzt versuche ich zu stealen. Achso. Was genau. Der Steal läuft wie folgt. Du machst einen Agility-Test. 3 auf die 4. Nee, 3. 2 auf die 3, genau. So, und ich mache auch einen Agility-Test plus 1, weil ich ein Striker bin. Ich verliere aber einen für den Ork, der dich unterstützt. Ja, geschafft und überdoppelt. 3 plus. Nee, wir machen ja so gegeneinander. 4 gegen 2. Okay, ich überdoppel dich. Steel loses. The stealing player faces the other player. Then sees Slam Dodge. Aha. Also kannst du dir jetzt aussuchen, ob du. Nee, wir gucken uns auch an. Okay. Das tun wir noch nicht ganz. Ja, genau. Jetzt aber. Ey. Ball verloren. ja, gut. Das war's. Das haben meine 3 aktiviert. Geil. Runde 6. Haben wir ja nicht auf die Reihe bekommen. Nee. So, ja, aber du kannst da hinten mit dem Ball nicht mehr wirklich viel machen. Ach, das werden wir ja sehen. So, Salvatore, misch nochmal hier die Karten. Wenn jetzt wieder dein Buchstabe kommt, dann. Schiebung! Dann so, sag ich mir, welche soll ich nehmen? Mitte. Den? Ja. Diese Mitte? Ja. Sicher? Ja. Ja? Andere Mitte. Andi! Kacke! So. So. Mein Spieler mit der Nummer 1 versucht deiner Ratte den Ball zu klauen, nämlich hier. Die Steal-Aktion. Ah, wo von der Ratte? So, okay, pass auf. Ich hätte 4. Mhm. Ich verliere einen von hinten. Ich verliere. Naja. Das hast du hinten gesagt. So, und verliere noch 2 für den und den. So, ich habe 3. Naja, aber wenn sie halten jetzt beide fest. Ist die Aktion leer? Was? Agility-Test. Agility. Da kriege ich als Jack nichts dazu. Auf die 3. 2. Einer. Du hast gedoppelt. Das heißt, du hast den Ball. Wow. Aber darf er jetzt noch laufen? Nein. Also neue Aktivierung. Neue Aktivierung. Ja. Ey, wenn du jetzt schon wieder zu mir ins Feld läufst, dann schwöre ich dir bei Gott durch. Ich schlag dir in die Fresse. Ich hau dir auf den Kopf. Ja, dieser Schwierigkeit ist ein bisschen explizit. 5. Jetzt geht's
Ich hau dir in die Fresse. Wie steppen wir das? Diesmal hau ich dir in die Fresse. Diesmal hau ich dir in die Fresse. So, ich habe 3 Würfel. Jawohl. Ein weniger, weil kleines Ziel. Jawohl. Ein weniger, weil bewegt. Ja. Und dann nehme ich mein Coaching Dice. Lange Entfernung, oder nicht? Ja! Nein, kurze Entfernung. Ein Punkt und ein Fancheck, weil du überdoppelt hast. Nein. Mhm. So, okay, Andi kriegt einen Punkt, hast du schon? Oh, ja, aber dann ist meine Frage. Ach nee, ist ja kein Event. So, dann ist der Ball hier weg. Ich hätte vorher noch eine Karte kaufen können. Egal. Ja. So, welchen darf ich als nächstes nehmen, Sascha? Bitte den linken von mir. Den. Cäsar. Ah, siehste, geht doch. So, Ballenwurf. 4. Ich glaube, wir haben die Reichweite 1. 4. Hier, ein Dotz. Dotz 4, glaube ich. Ja. Ja, genau. So. Hol dir den Ball ein. Ne. Ich muss jetzt mal diesen Soundeffekt hier liken, ob ich ihn wiederfinde. Und ich abonniere den mal. 1, 2, 3, 4. Ja, ich sprinte halt, ne? Ja. Das klappt auf jeden Fall. Okay, dann ist die Ballaufnahme einen schwerer, aber. Warum? So, ne? Weil du musst. Weil ich gesprintet bin. Ja. Krieg das schon hin. Das war Agility, ne? 2 Würfel. Nee, Skill-Test. Pick up Skill. Da ist er. Und hier. Überdoppelt. Freie Aktivierung. Das Blöde ist, dass die Punkte stehen voll. Wobei, warte mal. Dann dotzt doch einen aus dem Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das ist ja immer noch die Frage. Erste Bewegung. Mhm. Wir haben uns aus dem Weg laufen lassen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Mhm. 2. Aktivierung. Ah, da muss ich. Das ist ein Goblin, da unten. Selbst wenn du verlierst, dann nicht mal den Zug, wenn du es nicht schaffst. Ja. Das heißt, du musst ausweichen. Oh, 3 Einsen. Ja, dann würde ich sagen, dann liegst du in dem Feld, in dem du, in das du wolltest. Ich wollte natürlich hier raus. Ja. Oh. Okay, jetzt 3. Aktion. Ja. Oh, da stehe ich ja dann so in so einer Drohhexe. Es gibt mir einen Würfel weniger. Mhm. Dann hast du. Und du musstest einmal ausweichen, um da reinzukommen. Nee, weil du hier schon eine Drohhexe stehst. Ja. Ach, da, warte mal, ich kann aber so 1, 2, 3. Ah, fuck! 4, 5, 6, 7! Moment mal! Er schafft das schon. Aber warte mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ich habe ja gar keine Würfel dafür. Das heißt, ich müsste. Einen Punkt machen. 1, 2, 3, 4, 5. Du könntest sogar gerade auslaufen, aber ja. Ja, 1, 2, 3, 4. Mhm. Gut, dann machen wir wenigstens einen Punkt. Den brauchst du sowieso, ob es jetzt oder später ist. Den einen Punkt. Also, mindestens einen. Mhm. Wieso? Na, weil du auf 7 kommen musst. Ach so, ja. So, ich habe 3 normalerweise. Jawohl. Einen, weil ich gelaufen bin. Jawohl. Einen, weil kleines Ziel. Jawohl. Und ich nehme einen Coaching Dice dazu. Jawohl. Hallo. Und da ist er. Und oh, überdoppelt. Fancheck. Ein. Na gut. Okay. So, der ist weg. So. Jetzt darf ich. Hm? Ja, Balleinwurf. Darfst du machen. Jawohl. So. Der Ball fliegt in die Richtung 5. Und zwar 4 Felder. 1, 2, 3, 4. Ja, hervorragend. 1, 2, 3, 4 dahin. Ja, ist trotzdem gut. Ja. Wo ist denn der zweite Ball? Immer noch hier bei dir. Ach, den habe ich immer noch? Ja, ja. Ich habe es ja versucht, aber nicht geschafft. 3-mal. Ja, wenn ich den versaue, dann verliere ich den Zug. Ne? Aber minus 2, ne? Hast du noch Coaching-Test? 1. Mhm. Ich weiß gar nicht. Nee, den habe ich gerade vom Einwurf. Ich habe keinen Coaching-Test mehr. Ich bin sauerfällig einen Zug. Dann weiche ich da lieber einmal aus. Ich kann nur einen Punkt machen. Stimmt, ein. Na komm, ich mach's einfach. Ich weiche hier einmal aus. Und 2 ist schwer. Nee. Das gilt nur, wenn hier 2 stehen würden. Warte. Evade. Doch, du hast tatsächlich recht. Ja, du bist eins pro Player threatening the hex you are moving from. Aber trotzdem 2, weil es 2 kam. Oh, was brauchst du? 3. Boah! Ah, hätte ich wieder gebraucht. Ne? Ball aufnehmen.
Du blöde... Warte. So. Aber wenn er den Ball hat, hält er ihn fest. Hier mal auf die 5. Oh. 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 Aufgenommen, aber das ist schlecht. Das war jetzt die erste Aktivierung. Geil, es läufst du, passen, werfen. Ja, auf wen soll ich denn bitte passen? Na, auf ihn hier. Der sieht mich ja gar nicht. Ach so. Hm. 1, 2, 3. Ich kaufe eine Karte. Okay. Sieht nicht so aus, als ob er was braucht. Doch, doch. Aktiviere den Spieler 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Striker, any action. Oh. Das ist aber Glück. Das sind normalerweise 4. Ich bin gelaufen, ist ein kleines Ziel. Komm, eine 5. Eine einzige 5. Oh, das Spiel entscheidet. Oh. Nein! Oh. Ärgerlich. So, der Ball dotzt nach 1-2 auf den Gobbo. Der Gobbo darf versuchen, ihn zu fangen mit einem Würfel. Mach mal. Das ist ein... Skill. Catch Skill. 4 plus. Nö. Nein. Oh. Es dotzt weiter. Das darfst du aber entscheiden. Weiß die Richtung. 1, 3 Felder. 1 ist, wo ist denn die 1? Mhm. Da. 1, 2, 3, hier. Mhm. Hm, sind wir durch? Ja, kacke. Eine Runde noch. Letzte Runde. Ja. Und ich wollte es mir gerne entscheiden. Mhm. Aber jetzt sind die beide Bälle hier. Das ist doch kacke. Ah, oh, nee. Ich kann gar keine Punkte mehr machen. So, so. Zieh mich mal als Ersten. Ah, nee? Wen? So. Zehn. Das ist scheiße. Zack, fick die Hände. Ja. Hm. Ja, los, mach was. Und vor allem, also punkten kann ich nicht mehr. Aber töten, töten, töten. Genau, töten kann ich. Töte die Ratte, töte die Ratte. Ach, die arme Ratte hat hier nichts mehr. Komm, 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 können wir noch ein paar Punkte. Drei Erfolge. Oh, zwei, vier, sechs Erfolge. Okay, du hast mich überdoppelt. Ich muss einen Panzerungstest gegen 3 Erfolge ablegen. Ich habe die Panzerung von 5 plus, das sieht nicht sehr gut aus. Ich bin 3 Runden raus. Erster Ausfall des Spiels übrigens. Ja, das haben wir auch noch nicht gehabt. Das so lange dauert. Hm. Er macht das nochmal. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja. Ich hätte 4, ich verliere 2. Ich verliere auch einen, ne? Ich verliere noch einen. Ja. Du verlierst auch einen, ja. Ich habe einen Würfel noch. Oh, ein Erfolg. Die Junge hört einfach nicht 1, 2, 3 Erfolge. Okay, du hast mich überdoppelt. Überdoppelt. Also ich fliege auf die Nase. Genau da, wo er steht, instant. Ja, genau, muss gegen 2 Erfolge einen Rüstungstest machen. Nicht geschafft, ich fliege also 2 Runden raus. So, und der Ball. Kann gar nicht trotzen. Klar, kriegst einen hohen Boden. Die wird jetzt zur Sülze zerquetscht, wie so eine Leberwurst, wo du hinten drauf trittst. Guck mal, beide Bälle hier. Ja, toll. So, damit so. Ist das vorbei. Nee, ich habe noch eine Aktion. Vorbei für Thomas, da kennst du mich aber schon. Naja, dann kriegt er der Ork noch eins auf die Fresse hier. Was? Was? Hau doch die Ratte. Du verlierst den Würfel. Ja, 3. 3 gegen 4. Beide auf die 3. Ich habe 3. Ich habe 3. 4. Auf die 3. 3 Erfolge. 2. Stups. Wo möchtest du mich hinstupsen? Bauchstups. Jetzt hinterher? Nö. 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 Hast du noch was? Nö. So, Andi, welcher als nächstes? Zieh mich mal. Ja, so ist das richtig. Siehst du, Cheating-Modul ist aus, ne? Kacke. Warte mal. Aber ist noch alles gut. Na, noch ist alles gut. Als erstes kaufe ich eine Karte. Gute Wahl. Achso, die habe ich gespielt letzte Runde. Ja, genau. Nervös? Gar nicht. Aber was ich? So, Aktivierung 1.
Töte den auch. Eins, zwei. Der olle Abstauber. Nimm doch gleich Weide. Würde ich gerne. Also. Ich nehme erstmal den goldenen. Ach, erstmal den goldenen. Genau. Verstehe. So. Das war ein. 3 auf die 4. 3 auf die 4. Nein! Oh, Ballverlust. Sehr gut. So, geht das hart hin? Er geht in Richtung 2, 6 Felder. 1, 2, jetzt fällt er hier wieder ab. Ja. Dann geht er in Richtung 6, 5 Felder. Mhm. Aus. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Das war's für Andi. So, ich spiele meine Karte noch. Event! Ich meine. Nein! The Ball Shatters! Dieser hier ja. Feuert irgendwo hin, wo ich ihn hinhaben will. Wo du ihn hinhaben willst? Nein, ich muss ihn auswürfeln. Nein. Der Ball löst sich auf oder geht kaputt und es wird ein neuer hier eingeschlossen. Ah, okay. An der Stelle. So ist geil, wenn der andere gerade seinen wenigen Touchdown würde. In Richtung 1, 3 Felder. Ja, super! Dann brauche ich hier gar nicht runterspringen. Das kann ich mir alles schenken. Ja gut, Andi. Ich glaube, es ist dran. Ich kaufe es meine Karte. Ich kaufe es meine Karte. Wozu? Brauchst du die mit? Ja, die ist auch kaputt. Jetzt kann man sich nochmal ein extra Buch kriegen. Ja, okay. 1, 2, 3, Ballaufnahme. Genau. Komm schon. Ja. Doppelt. Kostenlose Aktion. Stehen bleiben. Ich gehe aber nach da. Ach so, so gleich der feine Herr. Zweite Aktivierung. 4 Würfel. Ich verliere nur einen Würfel. Boah, ja. Eine 5. Eine 5. Eine 5. Eine. Ich habe den Pin falsch eingegeben. Jetzt kenne ich übrigens alle meine Handy-Pin mittlerweile. Wer sie nicht kennt, den schicke ich sie gerne zu. Für einen flankierten Rückaufschlag einfügen. Eine 5. Eine 5. Ah. Yeah! Ja! Hier noch einer? Nee. Nein. So gut warst du auch nicht. Na komm, nochmal. Ja, großartig. Das Spiel ist vorbei. Ich hab gewonnen. Yeah! Es war wie immer total geil. Ein schönes, schnelles Spiel. Es gab ordentlich aufs Maul. Es gab viel zu lachen. Ja, Jetball ist einfach das beste Sportspiel. Ja. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Gerade in der Variante. Mega gut. Ja. Weil es auch einfach total. Es ist nur Action, ne? Ja, also und der Spielfluss war super. Ja. Also, zu 6 ist es vielleicht noch ein bisschen langsamer, weil man nicht so oft dran ist. Aber es ist nicht so ein Schachspiel irgendwie. Ja, eben genau. Also, es funktioniert die ganze Zeit, irgendwas passiert. Und durch die Events kannst du immer irgendwas kaputt nageln. Ja, genau. Also, das ist Hammer. Ja, super cool. Hervorragend, das war wieder Dreadball. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Monaten das öfter nochmal machen. Ja, ich habe auch gehört, dass Andi sich das gute alte Dreadball Extreme besorgt hat. So alt ist das noch. Ja, aber das gute neue Dreadball Extreme. Und uns da sicherlich auch mal ein kleines Spielchen zeigen wird. Bestimmt. Und am 22. Juli haben wir ja hier unseren internen Turniertag, ne? Ja, richtig. Da machen wir nämlich ein internes Dreadball-Turnier. Mal gucken. Da bin ich schon gespannt. Juli oder Juli? Juli. Juli, genau. Ja. Also noch ein Monat. Wir können noch ein bisschen trainieren. Ganz genau. Und noch die Teams bemalen. Und noch die Teams bemalen. Ganz genau. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich habe auch schon 5. Und du? Ich muss die Trikots noch weiß machen. Ja, das ist schon. Oh. Hey! Hey. Du meine Marker! Ja, super. Okay, das war's von Dreadball Ultimate. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!